In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man eine Aufgabe zur Spannungsteiler- oder Stromteilerregel in einem Online-Netzwerksimulator wie EasyEDA lösen kann oder wie man seine eigene Lösung, keine schriftliche Lösung dort überprüfen kann. Dazu soll hier mal die Aufgabe 32 aus unserem Übungsheft dienen, die wir alle in den Übungen besprochen haben. Und wie so oft, bevor man jetzt hier anfängt, irgendwie zu simulieren, ist es nicht verkehrt, sich erstmal kurz die Lösung zu überlegen. Dazu ist es schlau, mal diese drei Widerstände hier hinten, die ja alle parallel sind, zusammenzufassen. Wenn man dreimal einen 1 Ohm Widerstand parallel hat, ergibt das zusammen ein Drittel Ohm. Und dementsprechend können wir jetzt auch eine Spannungsteilerregel aufstellen für die gesuchte Teilspannung hier hinten. Die ergibt sich eben aus diesem Teilwiderstand ein Drittel Ohm durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung. Das ist nochmal 1 Ohm hier und 1 Ohm hier unten. Das sind 2 Ohm plus die ein Drittel Ohm am Ende und das Ganze mal die Gesamtspannung mal UQ, das sind laut Aufgabenstellung 7 Volt. Und jetzt kann man hier die Ohms kürzen und kann das halt ein bisschen zusammenfassen und sagen, hier oben sind ein Drittel, das hier unten sind 7 Drittel, kann man die Drittel auch noch wegkürzen und ein Siebtel von 7 Volt sind dann 1 Volt. Um jetzt dann nochmal zu prüfen, ob das sinnvoll erscheint, dass hier hinten diese Spannung 1 Volt ist. Wenn 1 Volt über einem 1 Ohm Widerstand abfallen, dann sollte dieser Strom, der dann nach unten fließt, das sollten 1 Ampere sein. Und genauso durch diesen Widerstand, über den ja die gleiche, über dem die gleiche Spannung abfällt, sollten auch 1 Ampere durchfließen. Und durch diesen Widerstand sollten dann auch 1 Ampere durchfließen. Diese drei Ströme zusammen ergeben dann an diesem Widerstand 3 Ampere und an diesem Widerstand auch 3 Ampere. Und ja, dementsprechend fallen dann über diesem Widerstand, der auch 1 Ohm groß ist, wenn da 3 Ampere durchfließen, 3 Volt ab. Über dem Widerstand hier unten, wenn da 3 Ampere durchfließen, fallen auch 3 Volt ab, sodass 3 Volt und das 1 Volt hier hinten, was wir gerade ausgerechnet haben, und 3 Volt zusammen eben 7 Volt ergeben für die Spannungsquelle und die soll ja genau 7 Volt sein. Also erscheint das sinnvoll, dass die Teilspannung da 1 Volt ist. Und genau das gleiche soll jetzt auch hier in dem Online-Netzwerksimulator ausgerechnet werden. Dafür habe ich schon mal ein leeres Schaltbild erzeugt und wir brauchen jetzt dann entsprechend diese Widerstände. Widerstand R1, Widerstand R2, den Widerstand R3, R4 und R5, die packe ich da erstmal so hin, die drehe ich gleich und den Widerstand R0, den nehme ich mal als letztes, der wird jetzt hier mit R6 nummeriert. So, jetzt diese Widerstände einzeln anklicken und einmal drehen. In welche Richtung man die dreht, ist eigentlich egal. Uns kommt es ja nicht wirklich auf die Stromrichtung jetzt an. Dann brauchen wir noch zur Anregung des ganzen Netzwerkes eine Spannungsquelle, die kommt hier vorn hin. Und jetzt kann man erstmal das Ganze verdrahten. Das ist jetzt der ein bisschen langweilige Teil. Ich mache erstmal hier die äußere Masche ringsrum. Dabei immer so ein bisschen darauf achten, dass hier diese Lötpunkte angezeigt werden. Wenn diese Punkte angezeigt werden, dann weiß man, dass man genau an der richtigen Stelle verdrahtet die Widerstände und nicht irgendwie so ein bisschen daneben oder ein bisschen zu kurz. Sonst gibt es am Ende eventuell keine Verbindung. So, dann ist es als nächstes schlau, die Bauelemente mal zu parametrieren. Wir wollen keine sinusförmige Spannungsquelle haben, sondern eine Gleichspannungsquelle und die soll 7 Volt haben. Und diese Widerstände stehen jetzt alle nicht auf einem Ohm, sondern auf 1 Kilo Ohm. Um jetzt die Spannungsteilerregel anzuwenden, wäre das eigentlich egal. Aber solange die halt alle gleich groß sind, sollte am Ende auch die gleiche Spannung abfallen, aber um das jetzt mal genau wie eine Aufgabe zu haben, ändere ich die mal alle auf 1 Ohm. So, und dann braucht so ein Netzwerk immer noch eine Masse. Die findet man hier oben. Das ist für die eigentlich im Hintergrund ablaufende Knotenspannungsanalyse der Bezugsknoten. Das ist sozusagen das Massepotenzial. Und mit dieser Voltage Probe, mit diesem Spannungstastkopf, können wir jetzt ein Potenzial messen oder uns eigentlich eine Knotenspannung anzeigen lassen. Und wenn die Masse hier ist und wenn wir das Potenzial hier an diesem Knoten messen, dann sollten wir genau diese Spannung über diesen Widerstand bekommen, was ja unsere gesuchte Spannung U5 ist. So, jetzt kann man das hier hinten mit Simulation und Simulate this Sheet einmal
simulieren. Und die Simulation, die hier ausgewählt werden muss, ist, wir wollen einen Gleichspannungs- oder Gleichstrom-Arbeitspunkt, Operation Point, bestimmen. Und dann klicken wir auf Run. Und dann wird hier simuliert und dann kommt hier raus die Spannung oder das Potenzial eben an diesem Knoten, beziehungsweise die Spannung über unserem Widerstand R5 ist 1 Volt, genau wie das eine Volt, was wir gerade von Hand ausgerechnet haben. Ja, und das ist durchaus sinnvoll. Und jetzt kann man halt natürlich auf diese Art und Weise und mit dieser Methode auch für andere Schaltbilder Teilspannung ausrechnen oder kann halt eine Probe machen für kompliziertere Netzwerke, die man vielleicht nicht mehr so einfach von Hand überblickt.